Hi Mutzi, du bist heute nicht allein, du hast einen Gast mitgebracht. Herzlich willkommen, Mensa. Es gibt auch einen schönen Anlass dafür, denn Mutzi, wir haben am Samstag nach fast 7 Monaten unser erstes Pflichtspiel wieder gegen Tennis Borussia, Pokalviertelfinale. Wie bereitest du die Mannschaft auf diese Aufgabe vor? Ja, super, super schwierig, gerade weil es halt eine lange Zeit jetzt war, aber ja, ich appelliere einfach an die Jungs, an den Charakter und ja, wir hoffen einfach, dass die Ernsthaftigkeit dann am Samstag da ist und dann wird man sehen, weil ich glaube nicht, dass es einen Favoriten gibt in dieser Konstellation. Da muss einfach alles passen, Matchplan, ein bisschen Matchglück auch und dann hoffen wir einfach, dass wir am Ende ja, das Spiel gewinnen. Ja. Mensa, in der Regionalliga im Hinspiel hat TB es uns nicht einfach gemacht. Am Ende stand trotzdem 2-1-Sieg zu Buche, ein knapper 2-1-Sieg. Was braucht es, um TB am Samstag zu schlagen, aus deiner Sicht? Ja, nochmal gut, dass du das Hinspiel angesprochen hast. Gerade war, glaube ich, an dem Spieltag unsere schlechteste Leistung, glaube ich, dieses Jahr. Ja. Haben es dann auch gewonnen gehabt, war dann vielleicht einfach der Flow damals da gewesen, dieses Spiel zu gewinnen. Was braucht es? Ich denke vor allem ja, Mentalität, denke ich, Qualität. Die haben wir auf jeden Fall, die hat TB auch. Sehe uns da aber qualitätstechnisch schon im Vorteil. Aber Mentalität ist halt eine Frage, die ist immer spieltagsbedingt. Und da müssen wir einfach ja, den Fokus wieder finden und ja, einfach abliefern. Ja. Weil, wie gesagt, der Trainer schon gerade gesagt hat, es sind jetzt 7 Monate ohne Spiel, Pflichtspiel. Das hat TB auch, aber es ist halt was ganz Spezielles, diese Phase jetzt momentan. Und da kommt es einfach auf Mentalität an und Qualität, die ist da. Mutzi, Pokalspiel bedeutet auch K.O.-Spiel. Das macht ja auch einen besonderen Reiz an diesem Wettbewerb aus. Was ist für dich, was hat das Spiel am Samstag für dich für eine Bedeutung, was für einen Reiz bringt es mit? Boah, in erster Linie bin ich Fußballfan. Also ich freue mich darauf, meine Jungs spielen zu sehen. Das war überwiegend einfach richtig gut dieses Jahr. So wollen wir weitermachen, aber Pokalspiele, und das, ich will jetzt keine Phrasen irgendwie reinschmeißen, aber haben einfach ihre eigenen Gesetze. TB hat nichts zu verlieren, haben auch ein paar richtig gute Jungs dabei. Captain hat es gesagt, haben uns das Leben schwer gemacht. Im Hinspiel. Und ja, ich freue mich einfach nur darauf, dass wir ein gutes Spiel sehen und dass die Jungs dann eben halt auch wirklich ja, unseren Spielstil zeigen. Das ist das Allerwichtigste. So. Gibt es eine klare Zielsetzung für Samstag? Gewinnen. Ich will immer gewinnen. Ich will immer gewinnen. Ich will jedes Testspiel gewinnen. Das wissen die Jungs auch, aber ich habe halt auch meine Art, das rüberzubringen. Weil das Letzte, was man braucht, ist einfach hoher Druck, großer Druck. Den brauchen meine Jungs nicht. Alles klar, vielen Dank. Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel, auf ein spannendes Viertelfinale und ja, hoffen auf den Einzug ins Halbfinale. Dankeschön. Gerne.